Hallöchen, meine lieben Freunde von knappen Anfangsfolgen und willkommen zurück zu Let's Play Felicitas Extremus, Erfolge auf Hardcore mit eurem Metzel in Minecraft. Ja, in der letzten Folge, wir haben es ja gerade so geschafft zu überleben am Anfang. Na super. Zum Überleben am Anfang, indem wir mit Ach und Krach hier wirklich. Schnauze! Indem wir mit Ach und Krach. Ganz viel und noch mehr. Oh, ja, ja, ja. Was willst du dann? Hast du so eilig von mir auf die Schnauze bekommen? So, alles mit dem. Indem wir es gerade noch so geschafft haben, ein paar Schweinchen zu finden und uns ein paar Koteletts zu machen, dass wir auch bloß überleben. Ja, das war alles sehr knapp. Das war alles in der letzten Folge. Aber jetzt geht es weiter. Ich baue jetzt hier oben mal alles ab. Das wird jetzt alles mal da unten in unsere kleine Notunterkunft reingehauen. So, klappt so auf dort. Jetzt habe ich natürlich zwei von diesen blöden Werkbänken. Ist jetzt aber erstmal nicht schlimm. Zack, zack. Zwei Öfen. Da teilen wir gerade mal schön die Kohle auf. Du kriegst welche und du kriegst welche. Gut. So. Der erste bisschen Leben ist gesichert. So, gerade mal eine Schaufel herstellen. Hier nochmal, wenn hier schon wieder die Erde ist, dass wir das gerade mal ausbessern. Gegen Stein. Zack, zack. Wird man das auch nicht vergessen. So, was können wir jetzt tun? Als erstes machen wir uns nochmal eine Truhe. Ich muss ein bisschen Zeug lagern können. So viel Schiss hier schon wieder. Weg, weg, weg. Steinspitzhacke. Kann auch nochmal Erde, Erde, Erde. Blümchen. Tür. Das, das, das. So. Juckt. Und was ist das? Diorit. Ja, das ist jetzt ein bisschen verwirrend mit den ganzen neuen Blöcken. Oh, das heißt verwirrend. Es ist... Ich habe so ein bisschen Angst. Also, Musik. Ich habe so ein bisschen Angst, draußen rumzurennen irgendwie. So, ich brauche nochmal ein bisschen Stein. Nehmen wir hier gerade mit. Und dann gehen wir gleich nochmal darüber, von wo wir gekommen sind. So, dann nehme ich wahrscheinlich doch mal die Steinspitzhacke mit. Die behalten wir. Das kommt mit. Das bleibt hier. Das bleibt hier. Ein paar Fackeln haben wir noch. Das ist fein. Das haben wir auch. Zack, zack. Anders. Zack. Zack, zack. Dreck mal zwei Schwerter mehr. Fünf Fackeln. Da haben wir Fleisch. Da haben wir das. Da haben wir das. Da haben wir das. Ein paar Stickies haben wir. Jo. In der Zeit, obwohl... Können wir hier gucken. Ich glaube, es wird langsam wieder hell. Das ist schon mal... Ist sehr zu unserem Vorteil. Dass ich hier nicht die ganze Zeit jetzt im Dunkeln rumrennen muss. Vor allem ist... Ja, ich habe ja noch keinerlei Rüstung. Kein Nix habe ich. Und dann sowas. Nee, muss nicht sein. Ah, wo, wo, wo? Uiuiui. Uiuiui. Ui, ui. Mach dich ja vom Acker. Machen wir mal kurz so. Ach, so wollte ich es machen. Dass ich immer gerade hinwechseln kann. Ja, es wird aber hell. Sehr gut. Sehr gut. Wir haben überlebt. Wir haben die erste Nacht wirklich erfolgreich überlebt. Ich bin begeistert von mir. Ich bin hellauf begeistert in dieser... Hab ich echt einen... Sag jetzt bloß. Ja, hier drüben war das, wo ich schön rumgekimpt bin. Da drüben, ja. Ja, ganz großes Kino, Metzel. Ganz großes Kino. Dann werden wir diesen massiven Fehler gleich mal beheben. Ich buddel hier mal ein Loch durch. Ich muss jetzt erstmal hier eine Grundlage schaffen. Zum Überleben. Ich denke mal, das sieht jeder ein. Wenn wir hier länger spielen wollen, da ich ja auf Hardcore spiele, dann darf ich jetzt nicht hier kleinlich werden. Ich darf jetzt hier nichts übereilen. Ich kann hier erstmal ein bisschen weg. Ja, komm. Sorgen wir erstmal für eine kleine Lebensgrundlage. Erstmal ein bisschen Holz. Zu futtern habe ich ja erstmal noch. Die Schweinesteaks, die lang ja erstmal noch. Und neues Gras wächst ja schon heran. Oder das heißt neues Gras, neues Weizen. Damit ich da ein bisschen was zu futtern habe. Ja, also ich würde sagen, für einen Hardcore-Start in der zerklüfteten Welt ist das doch ganz ansehnlich.
Gut, das Holz mal weg. Wenn ich jetzt hier das Holz so ein bisschen weggehackt habe, dann sehe ich auch eher, wo ich bin. Dann kann ich immer sagen, hier, dahin, da hat irgend so ein Verrückter alles weggehauen, was da in der Gegend rumsteht. Da musst du wohnen. Und hier bin ich auch so ein bisschen geschützt mit dem Wasser. Und solange ich keine Eimer habe, kann ich das immer schön nutzen. Ah, guck mal, wie es da schön wächst. Ah, das freut mir. Kann ich das immer schön nutzen, um mich neue Sachen zu bauen. Ja. Ich werde auch gleich mal ein bisschen Gravel abbauen. Ein bisschen Kies. Und hier, ja. Oh, guck mal, wie schön. Stimmt ja, ich habe in der letzten Folge so verzweifelt nach Tieren gesucht. Und mir ist nicht mehr eingefallen, was man sonst noch so zu futtern als Möglichkeit hat. Ich habe gerade vergessen, es gibt ja noch Äpfel. Jaha. Was man doch so alles wieder lernt, wenn man mal anfängt, eine ganz normale Runde zu spielen. Den hole ich mir auch gerade. So. Und. So, den kannst du gerade mal reinpfeifen. Prost Mahlzeit. So. Zack. Oh, schön aufpassen. Dass mir nicht irgendwo ungebeten runterfallen. Gerade mal ein bisschen Terraforming betreiben. Ja, ich mach's mir hier gerade mal ein bisschen schön. Sonst hat das hier alles keinen Zweck. Die Hütte da unten, die bleibt erstmal. Die dient mir gut als Unterschlupf. So, die bohren wir noch zu. So. Die wieder her. Gut, hier wächst noch Gras. Ja, langsam wird's. Langsam wird's. Ich bin jetzt schon viel entspannter. Nachdem man die erste Nacht wirklich mal überlebt hat, ein bisschen was zu futtern bekommen hat, geht das alles. So, alles weg hier. Hallo, liebes Gras. Da fällt mal ein. Ich habe ja eben auch noch Knochen bekommen, oder in der ersten Folge, von Satzskeletten. So, noch irgendwelches Gras. Nee, sieht schlecht aus. Das kann ich ja noch zu Knochenmehl verhackstückeln. Und dann habe ich ja auch wieder was, wo ich mit mir neues Gras wachsen lassen kann. So, alles weg damit. Dann machen wir uns jetzt gleich mal dran, den kleinen Tunnel da zu bauen. So, alles weg. Komm, wir nehmen mal... Obwohl, nee, schlechte Idee. Schlechte Idee, das verrottete Fleisch, das hebe ich mir auf für den allergrößten Notfall. Dann wird das verrottete Fleisch zum Einsatz kommen, dass ich das zu mir nehme. Vorher möchte ich da gekonnt drauf verzichten. Da zieht das mir mehr Leben ab, als es mir letztendlich wiederbringt. So. Hauen wir es hier mal kurz durch. Schön Wege machen. Mensch, man vergisst gerne, wie lange das mit so einer einfachen Holzspitzhacke immer gedauert hat. Wenn man so, also wenn man nur mit Überlebensmodus das Ganze macht und da schon... Nee, Quatsch, Überlebensmodus, im Baumodus ist. So, und da schon die ganze Zeit hier die dickeren Sachen hat. So permanent hier Eisen zur Verfügung und so weiter. Da vergisst man das alles gerne mal, wie schwierig das doch hier ist am Anfang. So. Das hätten wir, auch. Machen wir nochmal einen Fackel. Noch schön wissen, wo wir hin müssen. Schön wissen. So, die kann ich hier noch setzen. Ja, guck mal da, unser Feld wird immer größer. Hier gibt es noch ein paar Setzlinge. Gut, das habe ich. So, jetzt mal ein Schwein zu mir nehmen. Da ist eine Rose. Ich wollte gerade sagen, da ist ein Apfel, aber hier habe ich ja noch nichts abgebaut. So, mir schön einen Weg dahin kluften. Gras umnehmen. Dann leider... Ich muss sagen, die Droprate von Samen ist, ach ja, ist gerade mal ein bisschen schwer niedrig gehalten. So. Gut. Füll mal auf. So, hier habe ich ja... Ach, guck mal hier. Haha, ich dachte doch, wir waren ganz in der Nähe. Hier ist also mein kleiner, schöner Waypoint gewesen. Oh. Was ist... Ach, ich Vogel, ja. Ich versuche... Oh, sehe ich da richtig Erz? Haha, geile Sache. Schnell darunter, schnell abbauen. Eisenerz. Jawohl, jetzt kann es rund gehen. Jetzt
Jetzt wird alles besser. Jetzt kann ich mir eine Rüstung anfertigen und so weiter und so weiter. Aber auch erstmal eine Spitzhacke. Und ein Schwert. Und ganz viele Gummibärchen. So, hier machen wir zu. Damit uns da nichts nervt. Aber geil, ich habe Eisenerz. Ich habe Eisenerz. Ich bin begeistert von mir selbst. So. Sollte ich mir hier einen Waypoint machen? Ich bin überlegen, dass ich mir hier so wie so Waypoints anfertige. Am besten, was ich hier so Erdhügel, die ich da mit Fackeln versehe oder irgendwie sowas. Das wäre eigentlich die einfachste Möglichkeit. Ich hack mir nochmal alles weg. Ich brauche Anhaltspunkte, wo ich hin muss. So. Da ist noch wieder. Zack. War ja klar, dass da nichts rauskommt. Wenn ich hier jetzt die Bäume weggemacht habe, da habe ich erstmal genügend Waypoint, glaube ich. Gerade bei Nacht werde ich das merken. So, so, so. Komm, alles weg. Alles weg. Blümchengarten. So. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt noch irgendeinem Creeper-Getier begegne. Dass ich irgendwie irgendwo verirrt hat. Ich würde sagen, wie ich schon wieder. Jetzt bin ich bestimmt schon wieder dabei zu verirren. Nee, ich muss mich eigentlich immer nur. Moment mal. Ja, doch, da ist mein Durchgang, ja. Ich muss mich ja eigentlich immer nur an das. Aber. An das Schneebiom da hinten halten. Das ist ja eigentlich auch ein schöner Richtungsweiser immer. So, komm hier. Alles bauen. Alles abbauen. Jeglicher Samen kann von uns von Nutzen sein. Da ist noch ein Apfel, yeah. Aber nur um ganz sicher zu sein. Ich muss ein bisschen umdekorieren. Einfach nur, dass ich quasi einen Blickfang habe. Wenn ich ja immer erstmal nach den Bergformationen gucken muss, was ich ja meistens nicht mache, ich gucke ja eigentlich vor mich nach unten, das kann ich wesentlich besser, wenn ich hier dann schon sowas sehe. Weg. So. Boah, ich wollte gerade fliegen. Ja, geht schlecht im Hardcore-Modus. Dann machen wir hier mal so hoch. So. Da ist gerade jedem klar, oder mir zumindest, dass ich da lang muss. Das genießen wir auch gerade nochmal. Wir rennen nochmal zurück. Wir haben ja wieder ein paar Samen. Und ich muss ein wenig was herstellen. So, erstmal wieder ersetzen. Ja. So, Klappe zu. Klappe zu. Gut, was hatte ich jetzt vor? Ah, ja. Ah, jetzt, ja. Die Holzkohle. So, wie machen wir das jetzt? Machen wir mal so. Wir brennen erst noch mehr. Stopp. Noch mehr Holzkohle. Ganz wichtig. Dann zeigen wir noch. Tun wir noch das Eisenerz brennen. Was kriegen wir da raus? Kriegen wir eine. 7 Stück haben wir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, genau. Ja, doch, da können wir uns schon mal ein bisschen was herstellen. Nee, warte mal. 7 Stück. Ich brauche 1, 2 fürs Schwert. 3 für die Spitzhacke. Da habe ich noch 2 übrig. Na, langt leider nicht ganz. Obwohl, Schwert habe ich erstmal die Steinschwerte. Da habe ich 4. Ja, lang, zumindest ein paar Socken kann ich mir damit herstellen. So. So. Ich glaube, es wird schon wieder dunkel. Wäre doof. Knochen. Hat ich keinen Knochen? Ich war mir ziemlich sicher, ich hätte Knochen bekommen. Die Sau. Die Sau von einem Sausack. So einem dreckigen. Ich glaube, ich werde hier oben auch nochmal was, ein bisschen was herstellen. So. Machen wir erstmal hier. Und hier. Bringt uns alles mehr. Da warten wir jetzt gerade mal drauf. Jetzt wird's dunkel. Jetzt kommt's. So, setzen wir hier nochmal eine Fackel hin. Wir setzen hier nochmal eine Fackel hin. Hier oben so. So. Damit. Ja, guck mal, jetzt haben wir doch schon mal ein kleines Areal hier. Ein kleines Areal hier für uns bevölkert. Wir können ganz gechillt weitermachen. War das Geräusch jetzt. Oh, Mann. Das ist diese blöde Musik. Hat mich gerade voll geschockt. So, schnell mal zurück. Folge ist gleich auch wieder zu Ende.
Klappe zu. Aber Klappe zu. Fällt mir gerade was ein. Können wir machen. Fichtenholz. Holzdruckplatte. Mir steht immer wieder die blöde Tür zu machen muss. So. Dann, das warten wir jetzt gerade noch ab. Da kannst du schon mal das Eisen zum Erschmelzen bringen. Da schauen wir gerade mal in die Erfolge rein. Jawohl. China herstellen, Diamanten. Gut, hier hinten. Erklärung für dich der Monster. Töte ein Skelett mit einem Pfeil aus einer Entfernung von. Boah. Da hab ich was vor, wenn ich das machen will. So, sobald du jetzt hier durch bist, gebe ich hier direkt. So, das rein. So, du kriegst eine Hälfte. Und du kriegst eine Hälfte. So. Ja, damit sind wir doch schon mal gut bestückt. Es läuft, es läuft, es läuft. Dann schlage ich vor, sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Felicitas Extremos und wir uns weiterhin hier durchschlagen und um unser Überleben kämpfen. Bis dahin. Tschüss.